Lord Laser und Tabby Pilgrim. Ja, also wir nehmen schon auf. Ich kündige. ich finde, es war ein absolut großartiges. Es ist auf jeden Fall ein passender Einstieg. Hallo und herzlich willkommen. Möchtest du eine Plexiglaswand hier zwischen uns haben? Möchtest du echt? Nee. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn ich dich ab und zu mal berühren kann, weil ich weiß, dass du das nicht magst. Ja, aber im Gegenzug darf ich dich dann anrülpsen, weil ich weiß, dass du das nicht magst. Na gut, ist ein Deal. Herzlich willkommen zu Der Boden ist Laber. Folge? Eins. Geil. Also die Folge 2 von 1. Also es ist die zweite erste Folge. Ja, das stimmt. Es ist die zweite erste Folge. Wir haben schon mal verkackt. Ja, das kann man so sagen. Aber ich glaube, das muss bei Podcasts auch einfach so sein. Mhm. Ich habe gehört, dass jeder guter Podcast das so machen muss, dass er manchmal ein bisschen verkacken muss. Wir haben es halt einfach direkt abgearbeitet, quasi von Anfang an. Ihr habt es noch nicht mal mitbekommen, dementsprechend alle Fronten abgedeckt. Und das Material schwebt jetzt irgendwo so im Halbnirvana rum. Mal sehen, was wir damit so machen. Ich werde auf jeden Fall erstmal in den Keller abtauchen. Hast Bitte? Du irgendwas, wo du die Zeit mit überbrücken kannst? Ich könnte noch ein bisschen rülpsen zum Beispiel. Ach. Erklär doch mal, was im Keller stattfindet. Ah, im Keller, hier auf unserer, in unserer Bar. Die Leute, die das jetzt auf Spotify hören, sehen diese Bar nicht. Hier läuft ja auch parallel ein Video. Ihr könnt also im Internet sehen, was hier so gerade abgeht bei uns im Studio. Wir haben hier eine Bar mit diversen Getränken. Und die Lisa ist unsere Barkeeperin hier in diesem Podcast. Und sie taucht manchmal ab, um uns hier neuen Nachschub zu holen. Und heute ist wirklich extrem viel. Also wirklich, heute gibt es viele Flaschen, ja. Gibt's und viele Flaschen? Ich meine nicht mal dich, Tabi. Oh mein Gott, das war der beste Diss der Welt. Danke. Du solltest Battle-Rapperin werden. Ja, brauchen wir erstmal nicht. Ja, es gibt aber auch einen Grund dafür, dass wir so viele Flaschen haben. Mhm, ich fange schon mal an. Ja, möchtest du nicht den Grund erklären? Ich meine, ich kann den Grund erklären. Also wir haben uns überlegt, heute ist ja die erste Folge. Ja. Und wir erzählen die Anfänge quasi. Von uns. Uns. Gegenseitig. Tabi und ich kennen uns noch gar nicht so lange und wir haben das Bleib zu Hause TV-Team. Liebste Grüße an dieser Stelle. Props gehen raus. Props gehen raus. In den Nebenraum. Wir haben die bequatscht, dass wir uns besser kennenlernen können, mhm, aber so, dass das halt auch Content, Hauptsache Content, kleiner Tabi Pilgrim-Witz an der Stelle. Ja, ich fand ihn mega lustig. Danke. Genau, wir wollten gleichzeitig Content produzieren und uns kennenlernen, weil wir Multitasker sind. Genau, und auch extrem gern Content produzieren, das ist uns beiden sehr wichtig. Ich glaube sowieso, dass wir uns beide sehr gut miteinander verstehen. Und dementsprechend werdet ihr jetzt einfach live Zeuge innerhalb der nächsten 15 Jahre, wo dieser Podcast stattfinden wird, wie wir beide einfach miteinander bekannt werden. Ja. Und unsere erste Idee war, wir haben uns nämlich mal irgendwann privat drüber unterhalten, ne? Was man so bei uns zu Hause trinkt. Oder früher getrunken oder hat. Oder früher getrunken hat. Wo man herkommt. Genau. Kannst du mir das bitte einmal öffnen? Ich kann dir das öffnen. Nicht kompetent genug. Okay. Genau. Und ich fange jetzt einfach mal mit meinem an, weil ich bitte da hier jetzt schon am Rumhandeln bin. Wir trinken heute ein Getränk aus Mittelfranken. Ich weiß nicht, ob es das in ganz Bayern gibt. Oh Gott, jetzt muss ich Bier einschenken. Ciao. Mittelfranken ist auch in Bayern. Ja, ist guck mal, ein Teil von Bayern. Guck mal, da habe ich schon wieder was gelernt. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich hätte jetzt gesagt, Mittelfranken ist in Franken. ja, du, ein Mittelfranke würde dir das auch sagen. Ich würde jetzt quasi eigentlich schon dafür verjagt werden, dass ich gesagt habe, dass das in Bayern liegt. Okay, also du schüttest jetzt gerade, um das mal hier zu beschreiben, mhm, du hast jetzt Kirschschnaps, mhm, in Weizenglas gegossen, auch nicht zu knapp, und jetzt kommt da Weizenbier drauf. Genau. Also eigentlich hätte man jetzt hier einen Maßkrug. Mhm. Das Problem ist, dass Köln nicht Bayern ist und man nicht an jeder Ecke einen Maßkrug kriegt. Meinst du nicht, dass man mal eine Stunde durch die Kölner Stadt laufen könnte, um zu versuchen, in diversen Ramschläden einen Maßkrug zu finden, so heute Nachmittag? Hätte man das nicht mal versuchen können? Man hätte das versuchen können, aber ich garantiere dir, man hätte nur Weizengläser gefunden. Aber man wird sich nie sicher sein, weil es hat ja niemand ausprobiert. Nee, es hat keiner ausprobiert. Ich hatte natürlich Weizengläser zu Hause. Aha. Jedenfalls Kirschschnaps, Weizen und Cola. Und das ist eine sogenannte schwarze Maß. Weil die Farbe natürlich
schwarz ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Das erinnert mich auch an, es erinnert mich ein bisschen, also es ist komplett was anderes, aber kennst du das, wenn man Rotwein mit Cola mischt? Mhm. Daran erinnert mich das. Aber es wird halt wahrscheinlich komplett anders schmecken, weil effektiv ist ja kein Wein darin. Es sieht auch ein bisschen, also die Farbe ist abtörnend, wie die Kids sagen würden. Ich habe ein bisschen Sorge, dass dieser Schnaps da am Boden irgendwie so rumtillt. Ja, wir müssen das, soll ich mischen mit der Hand? Wieso ist da blau drin? Guck mal in den Schaum bitte. Also im Bierschaum ist blau. Steckst du jetzt deine Hand da rein? Ich mach das blau da raus. Okay. Gut, ja. Lecker. Also ich weiß nicht genau, also der Kirschschnaps, um euch das nochmal visuell darzustellen, der Kirschschnaps setzt sich hier am Boden fest und da drüber befindet sich jetzt so eine... Aber dafür ist die Schaumkrone schön. Braune Plörre, extrem schöne Schaumkrone, sehr gut aufgegossen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt mischen sollen. Ist hier irgendwas... Wie mischen? Ach so, einmal durchmischen? Ja. Macht man eigentlich gar nicht. Ach echt nicht, okay. Man trinkt das obere und dann, wenn man da dann durch ist... trinkt man noch den Schnaps als Shot, oder? Genau. Also, also quasi tatsächlich wirklich, gibt noch ein Äquivalent dazu mit Wein. Das ist die Laternenmaß. Okay. Und da ist unten drin auch tatsächlich einfach ein Shotglas drin mit Holunderschnaps. Okay. Und dann halt ein Liter Wein. Und ich glaube nur Wein oder Wein mit Sprite. Mein Gott, also ein Liter Wein trinken ist schon... Ja, und dann einen kleinen Schnaps unten drin. Also Holunder-Sirup, Holunder-Schnaps, irgendwie so. Es ist auf jeden Fall Schnaps drin und dann irgendwie gemischt. Okay, ich bin gespannt, das jetzt einmal hier zu probieren. Warte, können wir das am Mikrofon einmal zusammen? Aber das war jetzt nicht noch an dem Mikrofon. So okay, Moment. Das hat man gehört. Okay, wir probieren das jetzt einmal. Kurz peinliche Stille. Ich habe alles auf mein T-Shirt geschüttelt, wie man das nochmal macht. Geil. Okay, es schmeckt sehr gut. Ne? Ich bin überrascht. Ich bin eigentlich kein Weizen-Fan. Ich auch nicht, aber es schmeckt ja auch kein Stück nach Weizen. Das stimmt. Das schmeckt halt nach Kirschcola, aber mit so ein bisschen Hopfen drin. Okay, dann erzähl mal, was hast du denn so für Erinnerungen an dieses Getränk? Ja, keine mehr. Getränk? Nice. Oh yeah, Alkoholismus. Nee, vor allem Weinfest. Wir haben in der Entstehung dieser Episode ja war es im Gespräch, dass ich eventuell hier im Dirndl sitzen werde. Ja. Ich habe sogar ein Bild gesehen von ihr im Dirndl. Ich war der festen Überzeugung, dass sie das anzieht. Ich auch. Aber ich hatte das an und es ist halt mittlerweile wirklich 3-4 Größen zu groß. Mhm. Das sieht bei einem Dirndl leider nicht mehr gut aus, weil der ganze Punkt ist ja, dass du da so zusammengeschnürt und hochgepusht bist und gerade stehst und so. Und wenn dann alles irgendwie so absteht und dann nur, es sieht halt aus, als hätte ich gar nichts. Mhm. Und das ist dann irgendwie traurig in einem Dirndl, habe ich das Gefühl. Außerdem hätte ich wieder googeln müssen, auf welcher Seite man jetzt was, mit welcher, die Schleifen haben ja verschiedene Bedeutungen und so. Achso, so die Beziehungsstatus, ne? Mhm. Machen das Leute aktiv? Mhm. Okay. Auf jeden Fall, wir haben, also bei uns gibt es viele Weinfeste. Wir sind eine Weingegend. Mhm. Und dann fährt da halt immer der Bus hin und alle haben Dirndl an. Und es wird wirklich danach gegangen, wo da der Knoten gesetzt ist, ob du im Wein. Zelt dann angemacht wirst oder nicht beim Schunkeln. Okay, und wie viele verschiedene Abstufungen gibt es da so? Also gibt es da nur so Single vergeben, offen für irgendwas oder gibt es da dann so wirklich interessiert, aber nur wenn du kein Facebook-Profil hast? Ich habe dir doch gerade gesagt, dass ich das nicht angezogen habe, weil ich das nicht nochmal googeln wollte. Ja, aber du weißt ja wo ungefähr, wie groß da so die, also wie viele Möglichkeiten gibt es, diese Schleife anzuziehen? Ich glaube, es gibt verwitwet, verheiratet und Single. Verheiratet oder Single? Man kann nicht vergeben sein. Ja, vergeben, verheiratet, also ist das selber, okay. Ja, klar. Bayerisches Dorf, alle heiraten. Hm. Okay. Amen. Wo kommst du denn her, Tabea? Ich komme aus Essen, aus dem wunderbaren Ruhrpott. Da bin ich auch immer noch eigentlich. Mhm. Aber ich bin da nie so richtig weggezogen. Ich glaube, du hast ja, das was ich so mitbekommen habe bisher, ist, dass du jetzt nicht so der Bayern-Fan bist, beziehungsweise, dass du da halt gerne auch mal weg wolltest. Ich liebe die CSU. Okay, also du möchtest am liebsten zurück. Super, unbedingt. Wir haben jetzt unnötig das aufgemacht, ne? Das gibt mir Angst, dass das stimmt, voll so da rumsteht. Wir wirklich nur einen Weizen aufmachen müssen. Mhm. Ja, ich bin nicht so krass Bayern verbunden. Aber halt, also ist politisch nicht so meins. Komisch, verstehe ich überhaupt nicht. Das ist alles sehr schwierig. Ich habe neulich, vor einem Jahr mittlerweile, weil ich war schon lange nicht mehr da unten, wegen,
Ich fahre keine vier Stunden Zug mit Maske. Warum im bist du auch das letzte Jahr nicht so viel rumgefahren? Verstehe ich nicht. Mhm. Ja, aber da habe ich mit Leuten in meinem Alter geredet, mit denen ich Abi gemacht habe. Oh, oh. Und die sind ja gar nicht links. Da. Also überhaupt nicht. Ja. Das sind auch Polizeifans und ja, da habe ich mich einfach nicht wiedergefunden. Ja, nicht und so ich glaube, das nicht gar nicht meine Bubble. Aha. Und das habe ich aber halt, glaube ich, einfach schon relativ früh gemerkt und dann so früh abgehauen wie ging. Ja. Nee, das ist ja auch gut, dass du das gemerkt hast. Nee, ich meine nur, bei mir ist es nämlich eher nicht so. Also ich habe schon eine ziemliche Verbundenheit zu Essen. Mhm. Das habe ich aber auch erst gemerkt, als ich jetzt aus Essen weggezogen bin. Mhm. Also ich bin jetzt nach London gegangen letztes Jahr für meinen Master. Und da, es ist irgendwie, in Deutschland ist man kein Fan von Deutschland, aber wenn man dann im Ausland ist und irgendwie was über Deutschland erzählt, dann ist man automatisch so, ja, wir machen das geilste Brot und Effizienz ist mein zweiter Vorname und Leute, ich bin so pünktlich. Ich bin so pünktlich. Und irgendwie hat man dann doch so eine Art Patriotismus und da ist mir dann doch irgendwie aufgefallen, dass ich Essen schon echt mag. Mm. Es ist aber auch irgendwie einfach eine coole Stadt, finde ich. Also es gibt da viel zu tun und es gibt viele verschiedene Gegenden und die ist auch, also Essen ist auch relativ liberal, ich will jetzt nicht zu viel in den Mund nehmen. Aber ich glaube, das Geile am Ruhrpott ist ja, dass quasi alle Städte direkt nebeneinander liegen. Mhm. Also ich wohne auch auf der Grenze zu Mülheim. Das heißt, wenn ich 10 Minuten laufe, bin ich quasi in der nächsten Großstadt. Ja. Und alle Großstädte in dieser Gegend haben so auch ihre eigenen Kulturen und ihre eigenen, also nicht Bräuche, aber schon geht schon ein bisschen in die Richtung. Mhm. Und es ist aber, man ist so schnell überall, man ist auch so schnell in Holland, also irgendwie ist es, ich finde es mega geil da. Ja. Und ich habe auch jetzt überlegt, ob ich da mal wegziehe und ich weiß nicht genau, ob ich das möchte. Ich habe gehört, Köln-Kalk ist richtig geil. Ja, Köln ist natürlich eine große Überlegung aus beruflichen Gründen. Aber ist das ein Job hier? Schon. Eine Berufung. Ja, so ein Podcast könnte man halt eigentlich auch aus Essen Nö. Meinst ich will nicht? Ich will wirklich, also ein großer Teil vom Podcast für mich ist, dass ich dir unverhofft ins Gesicht fassen kann. Ja. Für den Schockmoment. Immer wehren, ne? Ich wollte gerade sagen, ein großer Teil des Podcasts ist für mich, dass du meine Rülpser riechen kannst. Kannst du raten, was ich heute gegessen habe? Ja, ich weiß, was du heute gegessen hast. Eine dicke, fette Waffel. Schlimm, ne? Es war immer noch schlecht davon. Ich hab's auch noch nicht verarbeitet. Wir waren vorhin im Einkaufszentrum, nicht um in Billigläden nach Maßkrügen zu suchen, sondern aus komplett anderen Gründen. Und da sind wir an diesem Wonder Waffle-Laden vorbeigelaufen, wo man sich, für die Leute, die es nicht kennen, so eine Waffel mit diversen Süßigkeiten aller Art belegen kann. Ich glaube, es geht wirklich nicht um die Waffel. Es geht einfach nur, das ist nur so der Weg zum Ziel. Die Waffel ist das Transportmedium für eine Soße und dann Obst und Schokolade und Süßigkeiten und dann noch Eis. Mhm. Ich weiß auch nicht, was genau uns da geritten hat, dass wir gesagt haben, wir pfeifen uns jetzt so ein 2000 Kalorienteil rein, bevor wir gleich eine Stunde miteinander reden müssen. Obwohl der Zuckerschock bei mir schon ein bisschen abgeklungen ist. Ja, ich glaube, ich bin im Zuckertief mittlerweile. Da ich habe gar auch, ne? keinen Zuckertief. Bock, hier zu sein, zum Beispiel. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Hilft das? Ja. Das Getränk? Also ich hoffe, dass ich mich dann einfach bald nicht mehr erinnere. Guck mal, aber was ich interessant finde, hier unten dieser Schnapsbereich wird weniger, ne? Ist das so? Ja, also da war auf jeden Fall mehr Schnaps drin, als da jetzt noch unten sich einlagert. Okay. Ist mir also ich glaube, der fließt da schon auf jeden Fall mit in den Schluck rein. Ich bin gespannt, wie das da unten, also das ist auch Kirschschnaps? Mhm. Habe ich noch nie getrunken. Kirschlikör, saure Kirsche. Eigentlich macht man das mit Eckes. Das ist aber auch, also ist auch nur irgendeine Marke halt, aber Eckes Kirschschnaps, damit kenne ich das. Mhm. Der hat nochmal 5% mehr als der, den wir jetzt heute gefunden haben. Das ist eine ziemlich frustrierende Geschichte, weil in meinem Edeka seit Monaten, also ich habe ewig lang dieses Getränk nicht mehr getrunken und ich habe mir schon so lange gedacht, wenn ich irgendwann einen Maßkrug habe, ich hole mir alles, was man braucht. Aha. Vor allem, weil ich total oft den Eckes im Edeka bei uns im Regal stehen sehe. Mhm. Wenn ich dann an der Kasse bin, denke ich mir so, oh ja, stimmt, schwarze Maß war ein Ding. Und dann bin ich heute da hingekommen mit wirklich dem Ziel, diesen Eckes zu kaufen und er ist nicht mehr da. Und das ist, weil wir keine Maßkrüge haben, sonst wäre er da gewesen. Das ist es nämlich. Das war mir bis eben nicht klar. Tja, also ich weiß auf jeden Fall, zum nächsten Geburtstag schenke ich dir so eine Flasche Eckes.
Ich schätze nämlich mal, die ist relativ billig, aber du freust dich drüber. Das ist alles, was ich von einem Geschenk mir das wünsche. Das ist so wahr. Meine Eltern auch. Also meine Eltern haben auch gesagt, boah, unsere Tochter relativ billig, aber wir freuen uns drüber. Mein Gott, deprimierend auch. Die wohnen noch in Bayern, ne? Ja, ja. Ja. Okay. Ja, die werden da auch bleiben. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt auch mein Getränk aus Essen, ich habe natürlich auch ein Getränk aus Essen mitgebracht, nämlich das gute Stauderbier, was bei uns in Essen gebraut wird. Ich kenne niemanden, der das trinkt, aber es ist ein Essener Bier. Ergibt jetzt aber wenig Sinn, das jetzt noch aufzumachen, wenn wir hier ein komplettes Weizenglas vor uns haben, ne? Ich würde sagen, vielleicht behalten wir das erstmal als Props. Okay. Und entscheiden so in 20 Minuten, wie doll wir uns besaufen wollen. Okay, wir drapieren das hier. Ich habe natürlich auch noch was anderes dabei. Das ist nicht typisch Essen und ich glaube nicht mal, dass das typisch NRW ist. Ich weiß aber, dass bei uns in der Jugend viel Korn mit Ahoi-Brause getrunken wurde. Dementsprechend habe ich natürlich auch eine kleine Kornflasche und 20 Packungen Ahoi-Brause dabei. Ich weiß auch nicht genau, warum diese Podcast-Folge jetzt direkt so alkoholfokussiert ist. Ich glaube, also um geht so ein bisschen locker machen. Weißt du? Man ist angespannt? Nee. Ich auch nicht. Also, warum? Ja, ja, aber auch für die, also das Publikum muss auch locker sein und wir trinken quasi für die mit. Ah, okay, deshalb auch so viel. Ja, 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 genau, für alle 140.000. Ja. Hast du nicht erzählt, es gibt jetzt einen Podcast-Preis, den wir gewinnen können? Ja, es gibt jetzt, der Deutsche Podcast-Preis hat jetzt meines Erachtens eine Kategorie für Podcasterinnen eingeführt, das erste Mal dieses Jahr. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, die voten jetzt gerade für dieses Jahr, da werden wir wahrscheinlich also nicht mehr nominiert werden. Peinlich für euch, aber dann nächstes Jahr sehe ich uns da auf jeden Fall. Ja. Ich möchte eigentlich nur zu irgendwelchen Preisverleihungen eingeladen werden. Ich will überhaupt nicht gewinnen, beziehungsweise ich will gewinnen, ich muss nicht gewinnen. Mhm. Ich will nur da sitzen und da sein. Ich war mal bei einer richtig geilen Preisverleihung eingeladen. Ich habe auch gewonnen, mehrere Kategorien. Aber okay. Die Verleihung an sich war das Allergeilste. Das war in Essen, lustigerweise, in der Weststadthalle. Echt? Mhm, in dem großen Saal auch noch. Hm. Ich bin ein paar Mal in Essen aufgetreten, aber eigentlich meistens nur in dem Foyer. Mhm. Aber einmal auch in dem großen Saal. Und an dem Abend habe ich Velvet kennengelernt. Oh, war das noch vor seiner schwierigen Zeit? Während seiner schwierigen Zeit? Oh, mitten nein. In der schwierigen Zeit gewesen. Oh nein. Eine lange Story. Erzähl ich dir mal privat, weil das wäre wirklich nicht okay. Okay. Das ist mega cool für Podcast-Hörer zu hören. So, es gibt so Juicy Tea und dann. Es gibt eine wirklich juicy Story über mich und Favorite. Tja, Pech für euch, dass ihr nicht ich seid. ja, man kann, ey, wenn ihr mir 25 Euro bei PayPal schickt, ich erzähle euch die Favorite-Story. Geil. Muss ich dir auch 25 Euro schicken oder krieg ich die kostenlos für das Stauder zum Beispiel? Ja, ich wollte gerade sagen, es kommt drauf an, wie viel ich heute noch trinke. Okay, geil. Ich habe noch nie Korn getrunken, wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Noch nie in deinem Leben? Nee, noch nie. Bei uns war eher so, Wodka war so das Ding. Wenn du, okay. Und ich war eh nie so die krasse Trinkerin. Okay. Und Korn hat, das klang für mich schon immer abschreckend. Ja, ich habe auch jetzt überlegt, wo Korn, also nicht herkommt, aber wo das viel getrunken wird. Ich glaube nämlich, das ist auch im Norden beliebt. Ostblock gesagt. Also offenbar überall außer im Süden. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Es ist abscheulich, aber mit der Heubrause tut es hauptsächlich weh. In dem Korn zieht man die auch durch die Nase? Was? Okay. Nee, warum tut das weh? Weil du vorhin gesagt hast, wenn man eine Heubrause durch die Nase zieht, tut das weh. Ja, also es, ja, weil es sprudelt quasi durch deine Nebenhöhlen. Das ist nicht geil, weil das ist ja, kennst du das? Also, du hast ja schon mal, also jetzt werde ich aufgeregt hier. Du hast schon mal Ahoi-Brause einfach so gegessen. Ne? Man löst das ja sowieso nicht im Wasser auf. Ja. Also jeder, der das macht, ist ein Psychopath, die isst man so. Mhm. Und wenn du zu wenig Spucke im Mund hast. Hast du auch gerade gehört, wie die in der Regie gelacht haben über deinen Ahoi-Brause-Witz? Das fand ich richtig lustig. Es ist mir extrem wichtig, dass dieses Thema hier ernst genommen wird. Okay, sorry. Ja. Ich bin richtig passionate darüber. Wenn du zu wenig Spucke im Mund hast, dann kann das nicht so richtig aufsprudeln und dann zieht das so, in deine Speicheldrüsen und dann zieht das so im ganzen Mund. Das so, das überall hier. Weil hier oben ist ja keine Feuchtigkeit drin oder nicht so viel. Was, wenn ich mir vorher einen Liter Wasser
also wenn du so eine Nasendusche vorher machst, Nasendusche mit Ahoi-Brause, Freunde, Copyright da drauf. Das ich glaube, das ja will keiner geil. Haben. Ich will das zum Beispiel haben. Soll ich mal in den Keller gehen? Ja, hol mal die Ahoi-Brause. Ahoi-Brause? Ahoi-Brause. Ich werde mir die jetzt nicht durch die Nase ziehen, weil dann ist der Podcast vorbei. Später, Leute. L in die Kommis. Sag mir das ohne F. L in die F in den Chat. F ist für Pay Respects. Das ist jetzt nicht die. Nicht do it in den Chat. Schreib mal einen Druko. Genau. Ich weiß nicht, ob Podcasts so funktionieren, dass man da einen Druko schreiben kann. Also. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann iTunes-Bewertungen schreiben, falls dieser Podcast auf iTunes erscheint, was ich ebenfalls nicht weiß. Ich weiß sowieso sehr wenig über diesen Podcast. Ich weiß sehr wenig, Punkt. Ich weiß den Namen. Was ist denn der Name? Um das nochmal für den Hörer jetzt oder die Hörerin einzuprägen. Moment, ich hab's vergessen. Der Boden ist Laber, das ist ja mega das funny Wortspiel. Ich check den gar nicht. Was ist da jetzt, also? Naja, also. Was ist deine Lieblings-Ahoi-Brause? guter Segway. Meine Lieblings-Ahoi-Brause ist, glaube ich, Orange. Würde ich jetzt so auch sagen, echt? Weil ich prinzipiell bei so Candy-Zeug Orange immer am liebsten mag. Das ist auch meistens die Sorte, die am wenigsten künstlich schmeckt. Wir haben heute schon bei der Wonder Waffle-Geschichte haben wir uns schon über Süßigkeiten-Geschmäcker unterhalten. Und Bananengeschmack in Süßigkeiten immer ist eklig. Immer widerlich. Immer. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, genauso wie Traube. Weil Banane schmeckt wenigstens noch so wie jemand, der sich eine Banane vorstellt. Aber Traube schmeckt ja nicht mal ansatzweise nach einer Frucht. Ja. Traube schmeckt wirklich einfach, als würde dein Mund machen. Also, Traube schmeckt wie das Gefühl, wenn du Brause im Mund hast. Ja. Wow. 100. Guck mal, Bogen geschlagen, Sendung vorbei. Ja. Tschüss. War schön mit euch. Und wie ist so deine Meinung zu Waldmeister insgesamt? Jetzt nicht Brause, sondern das Kraut. Ist das ein Kraut? Das ist ein Kraut. Heißt das deswegen Waldmeister? Ist das der Meister des Waldes? Das Kraut heißt Waldmeister. Es wächst im Wald. Keine Meinung dazu offenbar. Nee, also ich weiß, dass ich das früher auf jeden Fall mochte, aber es ist halt irgendwie 6000 Jahre her, dass ich irgendwas mit Waldmeistergeschmack im Mund hatte. Okay, vielleicht ist jetzt die Zeit dafür. Sollen wir mal so ein Waldmeisterpäckchen aufmachen? Ich bin dafür. Okay. Also wir hatten, darum frage ich Waldmeister, nämlich im Vorgarten wachsen. Und meine Mutter hat im Sommer immer Waldmeisterbowle gemacht. Wir haben immer nur Bärlauch im Wald geklaut. Habt ihr Bärlauchbowle gemacht? Pesto. Auch eine Art Bärlauchbowle. Bärlauchbowle würde ich auch mal probieren. So. Du nimmst Waldmeister oder teilen wir eins? Nee, ich mach das für dich natürlich. Ach, du machst, und was möchtest du? Orange? Ich nehme Orange. Trinken wir jetzt ein Korn? Ja, wir trinken jetzt Korn. Bist du aufgeregt? Ich habe wirklich Angst, weil ich bin sehr, sehr schlecht mit Dingen, die mir nicht schmecken. Also ich kotze. Aber es schmeckt ja hauptsächlich nach Ahoi-Brause. Es tut nur weh. Besteht die Möglichkeit, dass du hier jetzt gleich auf den Teppichboden kotzt? Mhm. Weil dann hole ich mein Handy raus und filme das. Tabea, siehst du die riesige Kamera, die uns aufnimmt? Ja, okay, aber du würdest dann ja wahrscheinlich hier hinkotzen. Nee, ich würde schon dafür sorgen, dass man das sieht. Du würdest hier auf diese... Auf das Molton. Molton? Wie heißt das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Tisch? Ich meine, weiß ich doch nicht. Das schwarze Tuch. Guck mal, ich mach das für dich. Also, wenn ihr Lisa kotzen sehen wollt und das gerade bei Spotify hört, dann klickt jetzt auf den YouTube-Kanal von bleibzuhause.tv und könnt das exklusiv sehen. Das ist mega aufregend. Apropos, schönen Montag wünsche ich allen. Ja. Ist ein guter Start in die Woche mit uns. Wir werden hoffentlich alle zwei Wochen bei euch sein und uns euch allen alle zwei Wochen einen guten Montag bescheren, weil so... Das geht nicht immer. Bist du Montag-Hasser? Also es ist ja überall Montag ist scheiße, Montag ist der schlechteste Tag der Woche. Ist das nicht nur für Garfield-Fans? Nee, ich glaube, es ist für alle Leute, die einen Job haben. Ja, habe ich ja nicht. Ja, ich auch nicht. Darum finde ich Montage auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde Montage eigentlich ganz geil, weil die mich daran erinnern, dass ich übermorgen mal meinen Shit zusammenkriegen sollte für die Woche. Warum? Ach so, ach ja, ach stimmt. Wegen deines Jobs?
Nicht mal darauf bezogen, dass ich jetzt mittwochs Dinge zu tun habe, sondern einfach generell so, wenn Montag ist, weiß ich, okay, die Woche hat jetzt angefangen für normale Menschen, dann kann ich mal gucken, ob ich irgendwie demnächst in die Pötte komme. Ah, das ist eine interessante Motivationsstrategie. Du bist jetzt mittwochs Dozentin, ne? Ja. Das klingt so geil. Ohne Witz, ich bin so dankbar. Es kommen viele, viele Leute in meine DMs oder drunter Kommentare und sagen so, hey, finde ich voll die coole Aktion, aber ich muss die Props immer nur weitergeben. Ich wurde auch nur gefragt, ob ich das machen möchte. Mhm. Das ist im Bütze in Ehrenfeld, im Bürgerzentrum, gebe ich nämlich einen Female Rap Workshop für 14- geil. Bis 18-jährige Mädels. Mhm. Und das finde ich eine ultra coole Aktion. Die Teilnahme ist auch kostenlos. Man kann sich da informieren und eintragen. Und dann machen wir da zusammen ein bisschen Hip-Hop. Ich habe extrem Bock, den Mädels einfach so ein bisschen Confidence damit zu geben. Mhm. Und Bock auf das Game. Ich habe mich schon mit einer da unterhalten. Die hatten vor einer Weile schon einen Rapper zu Gast und haben dann da auch eine Jam-Session danach gemacht in diesem Bürgerzentrum, wo dann die Kids auch selber rappen konnten. Aber es war halt irgendwie sehr Jungs dominiert und die einzigen, komisch, die sich da auf die Bühne gedrängt oder getraut haben, waren halt irgendwie die Typen, und sie saß dann da im Kreis und hat gesagt, oh, ich würde so gern auch sowas machen, und ich würde sagen, Jungs verjagen, oder? Komplett. Von solchen Orten. Einfach Jungs verjagen. Okay. Machst du das mal? Ich weiß nicht, wie die Ratio aussieht. Ich werde auf diese wichtige Message jetzt mal hier den Korn... Auch richtig gut, dass ich jetzt als Dozentin einfach im Internet Alkohol trinke. Wie eine wahre Dozentin. Ja. Ich bin ja auch so unqualifiziert, aber das ist das Geilste daran. Okay, ich muss was zugeben, ja? Ja. Ich habe ja erzählt, das wurde in NRW viel getrunken. Ich habe das selber nicht getrunken. Ich habe selber Wodka mit der Heubrause getrunken. Darum weiß, aha, ich nicht genau, ob man das als Shot trinkt oder als Mischgetränk. Ich trinke auch echt nicht so viel Korn. Ich habe so viel Angst, also, davor. Wir trinken das jetzt als Shot. Warte, ich muss erstmal an den Korn riechen. Das riecht straight up 1:1 wie das Wattepad, mit dem die deinen Arm sauber machen vom Blut abnehmen. Mir wurde gerade gesagt, die Regie ist sich einig, dass es ein Shot ist. Darum habe ich nicht gehört, was du gesagt hast. Es riecht wie beim Arzt Alkoholtupfer zum Saubermachen, oh, vor Blut abnehmen. Oh, ja, vielleicht benutzen die das auch. Ich glaube, es ist billiger als Desinfektionsmittel. Du lachst, weil du Angst hast. Los. Ja, ich will nicht trinken. Warte mal. Boah, aber ich finde, das riecht gut. Du wolltest, ja, ich wollte, ja. Ich habe voll Angst. Na komm jetzt. Ist da die ganze Packung drin? Ja. Hat die sich schon aufgelöst? Das ist eine gute Frage. Es schäumt auf jeden Fall. Hört man das? Oh. Tabi. Nee, das hört man nicht. Wie peinlich. Das ist der schlechteste Podcast der Welt. Ich habe wirklich extrem Schiss. Aber wovor hast du Schiss? Talk me through your fear, wie der Engländer sagt. Kennst du Englisch? Nee, ich habe mir das gerade ausgedacht. Okay. Ich habe Angst vor schlechten Geschmäckern. Mein Mund ist sensibel. Ich habe zum Beispiel auch sehr große Probleme immer noch mit Minze und Zähneputzen. Also mittlerweile kann ich gut Zähne putzen. Ich mache es ja jeden Tag. Aber als Kind so, ich habe so oft wirklich halb ins Waschbecken gespien. Weil ich einfach mit so, ich kann nicht, wenn ich was nicht mag, dann kann ich das nicht in meinem Mund haben. Das ist so verrückt. Wir sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Personen. Ja. Das ist das Geile an Tabi. Der ist immer wichtig, was bei uns unterschiedlich ist, während ich versuche, uns einfach nur weiter zusammenzubringen mit unseren Gemeinsamkeiten. Ja, auch da sind wir sehr unterschiedlich. Los jetzt. Okay, Prost. Ich hab's auf unseren Podcast. Wenn du kotzen musst, bitte dreh dich vorher um. Okay, ist das... Ich finde, es schmeckt... Eklig? Boah, ein bisschen schmerzhaft in der, also es prickelt im kompletten HNO-Bereich, aber ich find's hauptsächlich zu süß. Ich hatte noch ein Nachbeben gerade. Okay, aber abgesehen vom Korn, wie schmeckt dir Waldmeister? Ich hab's so gut verdrängt wie möglich. Wie geht's dir, Lisa? Nicht so, semi okay. Möchtest mein Magen ist sehr warm jetzt. Ja. Ich glaube, das ist der Korn. Ich glaube, das ist die Ahoi-Brause, Tabi. Trink doch jetzt hier dein anderes Getränk, um den Geschmack zu verdrängen. Habe ich doch gerade schon. Achso. Fühlst du dich besser? Nee. Du siehst, ich versuche dir nur zu helfen, weil du siehst ein bisschen leidend aus. Es tut mir leid, dass ich dich da jetzt
dazu verleitet habe, das zu trinken. Aber es geht ja ums Erlebnis. Ja, also es war auf jeden Fall weniger schlimm als gedacht. Okay. Guck mal, die Hälfte von der Brause liegt da das ist der noch Zucker. Unten drin. Aber ist die Brause ist ja komplett Zucker. Ja, aber das ist der Zucker, der sich nicht aufgelöst hat. Ich meine, ich bin nicht dumm, das war mir schon klar. Ich wollte nur darauf hinaus, dass das nicht mal das ganze Päckchen war, das wir da jetzt getrunken haben. Ja, das ist korrekt. Auch ich habe Physik studiert. Woher weißt du, dass ich Physik studiere? Wir haben zusammen Physik studiert. Mein Gott. Du hast tatsächlich Physik studiert? Nee, eben nicht. Aber so. Jemand dachte mal. Ich war in einer anderen Ausbildung, Uni, was auch immer. Ja. Ich war in einem Schulsetting. Und dann hat mein Dozent gesagt, er hat einen Artikel gelesen und dann stand da drin, dass sie Giftgas an der Türklinke gefunden haben. Und da hat er sich gedacht, das ist ja kompletter Schwachsinn. Wie soll das denn? Wie kannst du denn Gas an der Klinke nachweisen? Mhm. Dann habe ich mich daran erinnert, dass sich Moleküle in der Luft, wie zum Beispiel Tabakgeruchsmoleküle, an verschiedene Dinge binden. Ja. Das heißt, Tabakgeruch bindet sich an Wassermoleküle. Und deswegen hängt er sich sehr in Räume. Und andere Gerüche binden sich zum Beispiel an Ölmoleküle und ziehen deswegen schneller aus dem Raum, weil nicht so viel Öl in der Luft ist wie Wasser. Dann habe ich dem das erklärt und meinte so, Bro, manche Gerüche, die binden sich an Öl, du fasst die ganze Zeit diese Türklinke an, da ist Öl dran, das kann schon sein. Und dann hat er mich, ein sehr erwachsener Mann, ein Dozent, hat mich angeguckt und hat gesagt, hast du mal Physik studiert oder was? Ich gesagt, nee, ich bin einfach nur schlau. Vor allem ist das doch Chemie und nicht Physik. Nein. Moleküle, das ist doch nicht, also Gas und Gase und Wasserstoffmoleküle, das ist doch jetzt nicht zwangsläufig Physik. Ja, ist auch also nicht ich weiß es auch wirklich nicht. Ich habe Physik in der 9. Klasse abgewählt, also. Ich meine, also mir haben schon viele Leute gesagt, dass das kompletter Schwachsinn ist, aber ich halte da immer noch dran fest. Ich glaube, mir wurde mal beigebracht, Chemie sind Vorgänge, die man nicht rückgängig machen kann und Physik schon. Aber okay. Wie gesagt, viele Leute haben mir schon gesagt, dass das nicht stimmt, aber ich werde dafür immer dran glauben. Ich finde das in Ordnung. Ich habe wirklich... Oh nein! Uiuiui. Okay. Ich habe das Studio kaputt gemacht. Lisa randaliert gerade vollkommen, weil ich gesagt habe, das ist Chemie und keine Physik. Das findet sie offenbar. Ich wollte nur meinen Bein überschlagen. Also sie hat gerade nur ein Licht runtergetreten. Das Problem ist, ich kann das auch jetzt nicht wieder dran machen, ne? Wir können es nicht wieder dran machen. Regie sagt, ist nicht schlimm. Okay, chillig. Vielleicht bin ich jetzt weniger blass. mir wurde gesagt, ich bin zu blass. Das hatte ich richtig getroffen, ne? Ja! Oh. Aber das Ding ist halt auch, also an vielen Stellen meines Körpers sieht man viele meiner Adern. Und das ist ein Wunderpunkt für mich. Ja, aber ist doch geil. Ich finde das sehr interessant, weil bei mir sieht man auch die Adern. Ich finde das aber sehr interessant zu sehen, wo die so langlaufen. Guck mal, deinen Adernmuster ist ganz anders als meins. Es ist mega cool, visuelle Sachen zu vergleichen. Halt deine Fresse, das war nur für uns. Oh, ich fand's romantisch. Das Problem ist, dass da, wo man Blut abnehmen will, sieht man die nicht und findet man die nicht. Oh. Ja. Also hier ist alles gone, aber so da, wo man die nicht braucht, da sieht man die. Ich habe zum Beispiel hier, meine komplette Oberbrust ist alles nur Adern. Heiß. Das war auch schon immer so. Gehst du Blut spenden? Nein, ich darf nicht. Warum? Wenn du es erzählen willst, okay. Ich will dich auch nicht. Auf jeden Fall nicht. Gehst du? Ja, ich gehe Blut spenden. Ich gehe jetzt erstmal Plasma spenden. Sick, das kann man oft machen, kriegst du viel Geld für. Ich habe gehört, das dauert eine Stunde und man wird extrem oft ohnmächtig. Mm. Und ich habe richtig Bock darauf, weil ich ohnmächtig bin. Hast du genug Eisen? Ja, ich nehme Eisentabletten. Ja, dann hast du nicht genug Eisen. Doch, weil ich ja Eisentabletten nehme, habe ich genug Eisen. Kennst du den Spinat-Scam? Dass in Spinat viel Eisen ist, aber es stimmt überhaupt nicht. Ja. Das ist von diesem Popeye... Nee, das ist nicht wegen Popeye, nee. Das war ein wissenschaftliches Ding. Okay. Es gab so eine Studie darüber, wie viel Eisen in Spinat ist und die haben halt die Kommastelle einfach verrückt. Ach, aus Versehen. Opfer. Ja, also die haben halt das Komma falsch gesetzt und alle so, boah, krass viel Eisen in dem Spinat. Das ist ja richtig Aber peinlich. Es stimmt gar nicht. Nee, Eisen ist in diesen, ich musste als Kind Eisensaft trinken. Sagt dir das was? Rost. Genau. Mein Vater hat jeden Morgen von seinem Fahrrad den Rost abgeschabt und mit Regenwasser vermengt und ich musste das trinken. Nee, es ist so ein, das ist so ein,
so eine Art Fruchtsaft, die aber, der aber mit extrem viel Eisen versetzt ist. Und meine Mutter hat den immer getrunken. Das ist so rote Packung, ne? Genau. Mhm. Und der schmeckt, ich glaube, der schmeckt nicht so schlimm, aber als Kind hat er effektiv nach Blut geschmeckt. Mhm. Dementsprechend habe ich keine gute Beziehung zu Eisen. Weißt du, wie ich rausgefunden habe, dass Eisen nach Blut, Blut nach Eisen schmeckt? Wie? Ich war mal ein Kind. Wirklich? Mhm, vor ein paar Jahren. Spannend. Und wenn wir in den Urlaub gefahren sind, einmal im Jahr, sind wir entweder auf der Hin- oder auf der Rückfahrt zu McDonald's gegangen. Das war immer so ein Special Trip, weil das einfach in unserer Lebensrealität nicht existiert hat. Mhm. Das war immer voll aufregend, vor allem weil wir total oft in das Haus von meinem Onkel einfach gefahren sind, weil die nicht, wenn die nicht da waren. Und auf dem Weg gab es so ein Macis mit Videospielen. Okay. Das war immer absolutes Highlight. Es gab da Videospiele so als Automat oder man hat ja, die im Happy Meal bekommen? Nee, da waren so Automaten, wo du zocken konntest einfach. Mhm, so ein Autobahn-Meckes. Ey, Bayern, okay. Mhm. Alles klar. Ja, Mann. Das war Killer. Worauf wollte ich hinaus? Schwierig jetzt. Es ging um... Genau, wir waren da sehr selten. Was war das Thema davor? Ich weiß es nicht mehr. Es war was Besonderes. Wie ich rausgefunden habe, dass Blut nach Eisen schmeckt. Ach ja, das ist aber auch wirklich ein komischer Sprung. Also kein Wunder, dass wir uns da nicht mehr dran erinnern. Ja, ich war auf jeden Fall sehr jung. Und wir waren auf einer Heimfahrt von einem Urlaub und wir waren in einem McDonald's. Und da war eine Eisenstange und ich habe mir gedacht, wir sind in einem McDonald's, da kann man alles essen. Und dann habe ich an der Eisenstange geleckt. Und da dachte ich mir so, schmeckt irgendwie wie Blut. Mhm. Und das war der Moment, wo ich das gelernt habe. Ich bin froh, dass es da noch kein Corona gab. Ja, es ist eine inspirierende Geschichte. Dachtest du wirklich, du kannst einen kompletten McDonald's-Laden essen? Ich dachte nicht, dass ich da physisch in der Lage zu gewesen wäre, aber ich dachte, ich bin bei McDonald's, hier schmeckt alles. Ah. Wie alt warst du? 7. Okay. Ich bin sehr schlecht in Alter zuordnen. Ja, in demselben Jahr habe ich auch mal auf einer Raststätte, das war so eine Selbstbedienungsraststätte, habe ich eine Sprite geklaut. Und das hat mich 3 Jahre lang verfolgt. Ja, nicht mit Absicht. Ich habe halt dieses Selbstbedienungsprinzip nicht gecheckt. Ja. Und ich habe mir halt diese Sprite genommen und bin dann zu meinen Eltern zurück und die so, Bro, woher hast du das? Deine Eltern haben dich Bro genannt? Ja. Mir ist sowas Ähnliches passiert. Bei uns gab es eine Pizzeria, wo man Pizzabrötchen kaufen konnte. Mhm. Und ich bin irgendwie davon ausgegangen, weil man halt ein Pizzabrötchen immer kostenlos bekommen hat, wenn man da so als Kind reingegangen ist und meinte, so kann ich ein Pizzabrötchen. Und dann haben sie dir eins gegeben. Und dann irgendwann habe ich gesehen, dass eine Freundin von mir eine Tüte Pizzabrötchen mit Kräuterbutter bestellt hat. Und dann habe ich natürlich gedacht, oh, das bekommt man wohl auch kostenlos. Und dann bin ich da reingegangen und habe gefragt, kann ich das gleiche wie Sie haben? Und dann meinte er, ja, 1 Euro. Und dann bin ich komplett verstanden. Ich habe so einen Schock, so einen Schock bekommen, weil ich hatte keinen Euro. Lisa, woher sollst du einen Euro haben? Ich war 5 oder so. Und dann ich habe angefangen zu heulen, bin rausgerannt. Ohne die Pizzabrötchen natürlich. Boah, das kenne ich. Ich war mal bei einem Arzt, weil ich Krätze hatte und die haben gesagt, sie nehmen keine Neupatienten. Da bin ich auch rausgerannt und habe geweint. Auch ein interessanter Themensprung. Hast du noch keine Krätze? Ich hatte noch keine Krätze und Babe, möchte es das ist auch eine Erfahrung. Ja, aber bestimmt keine schöne. Oh, ein bisschen macht Spaß. Wirklich? Ja, weil du kannst zu Leuten gehen, du kannst effektiv nicht zu Leuten gehen und sagen, ich habe Krätze, weil... Du darfst nicht. Ja. Ja. Aber du kannst halt sagen so, Bro, ich habe Krätze und es ist wie die Pest. So. Also in meinem Kopf war das halt gleiches Level wie Pest. Ja. So eine ausgedachte Mittelalterkrankheit. Aha. Aber Krätze einfach sehr real. Und das sind ja... kleine Milben, die sich unter deiner Haut bohren. Ja. Das macht einfach nur Spaß. Ja. Spürst du die Milben? Nicht die einzelnen, aber den Gesamtimpact. Alles juckt. Das macht Spaß. Zeitweise. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Hast du schon mal einen allergischen Schock? Nee. Langweilig. Ich bin gegen nichts allergisch. Dachten wir auch sehr lang bei mir. Aber du bist gegen Krätze allergisch, oder? Hat alles gejuckt, Bro, das war Allergie. Ich bin gegen Novalgin allergisch. Das ist so ein Notfallschmerzmittel. Das ist ja mega unpraktisch. Ja, aber das ist in fast allem. Cool, okay. Ich hatte eine Mandel, also wieder mal ein Halsding. Ja. Und habe Schmerzmittel bekommen, weil das halt wirklich extrem war. Und
2-3 Tage später hatte ich im ganzen Körper komplette Pusteln, ne? Und meine Füße waren richtig aufgebläht und es war alles, war kein Spaß. Ja, und meine Mutter glaubt immer nicht so ganz doll dran, dass ich auch mal krank bin. Aha. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich ins Krankenhaus konnte. Ui. Aber da bin ich dann, ey, das war aber geil. Wir waren dann bei dem Arzt. Dann meinte der Arzt so, ey, du kratzt dich die ganze Zeit am Bein, zieh mal deine Hose aus, ich will sehen, was da ist. Aha. Habe ich Hose runtergezogen, war alles halt übelst pustelig und so. Und ich bin umgekippt. Und ich dachte mir so, ja Mann, Mama, jetzt weißt du endlich, dass es mir nicht gut ging. Ja, das ist, wie hast du das erlebt mit dem Umkippen? Ja, gar nicht. Erinnerst du, also, erinnerst du dich daran, dass es passiert ist? Ich stand so da, hab das gesehen und war so, ja, also der Ton wird gerade dumpf. Und meine Mutter ist halt auch Arzthelferin, das heißt, sie weiß ja auch, was das bedeutet. Und ich meinte so, ja, und meine Sicht wird schmaler. Und dann haben die mich beide halt einfach direkt auf die Matte geworfen, Füße hoch und alles. Und dann, ich bin auch nicht komplett umgekippt, aber ich war eine halbe Sekunde davor, wirklich, dass die Lichter ausgehen bei mir. Und fandst du nicht geil? Doch, ein bisschen schon. Es macht ein bisschen mega Spaß, voll geil. Ich find's auch ziemlich nice. Ich bin auch kompletter Fan von so schnell, zu schnell aufstehen. Oh ja, so dieser kurze Thrill of, oh, kipp ich um? Falle ich gleich in Ohnmacht? Sterbe ich? Nein, es ist alles gut. Ja, das ist aufregend. Ich hatte das vor 3 oder 4 Jahren habe ich Knochenmark gespendet mit der DKMS. Registriert euch, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Stäbchen auf Spendereien. Nee, das ist der falsche. Stäbchen auf Spendereien. Nee, das war, wenn du schwanger werden willst ohne Vater. Ach, das war das. Ich hab's verwechselt, das mache ich natürlich auch. Relativ oft. Regelmäßig. Wie ist der Satz? Stäbchen rein, Spender sein. Klar, naja, Mund auf Stäbchen. Genau. Jedenfalls, wenn die dir da so 2 Liter abzapfen, hast du ja nicht mehr so viel Kontrolle über deinen Kreislauf. Mhm. Und es ist jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, war ich direkt weg. Und es hat mir so Spaß gemacht. Ich bin, also auch wenn ich mich aufgerichtet habe, so im Bett, ich bin direkt wieder umgekippt. Es war wirklich, es war ein großer Spaß. Hm. Ich fand's richtig geil. Das kann ich mir vorstellen, dass das ist auch ein bisschen ein Spiel. Weißt du? Dann denkst du dir so, oh ja, jetzt stehe ich auf und diesmal mache ich richtig schnell, damit ich sofort umkippe. Ja. Oder ich lasse mir richtig Zeit und gucke, ob ich es vielleicht hinkriege, ohne umzukippen. Wie lange halte ich dieses Mal durch? Das finde ich gut. Ich mache hier mal, ne? Es ist natürlich nicht gesund, falls ihr die ganze Zeit umkippt, bitte geht zum Arzt. Ich möchte das hier nicht irgendwie romantisieren. Nee, ich sag nur, dass es Spaß macht. Wir reden ja jetzt auch nicht über Umkippen, sondern wir reden ja, ich glaube, ich bin auch orange. Wir reden ja über dieses kurz vor Umkippen. Ja. Also, dass man sich nur so ein bisschen so denkt, so wui. Das ist ja nicht gefährlich. Genau. Richtig gefährlich ist halt, wenn du wirklich umkippst. Weil das ist korrekt. Voll scheiße für dein Hirn halt, ne? Das, ja. Wenn du so richtig so blacked out bist. Das weiß, also ich, mir war das überhaupt nicht so bewusst, dass so in Ohnmacht fallen halt super gefährlich ist. Das wird ja in Filmen und so ist das ja immer so ein, die ist umgekippt. Aber das ist ja, ciao, Alter. Mhm. So kein Blut im Hirn, das ist kein Späßle. Ja, mir wurde auch gerade gesagt, 2 Liter Blut war natürlich der falsche Ausdruck gerade von mir. Es waren 2 Liter Knochenmark. 2 Liter Blut spenden sollte man natürlich. Niemals. Wie viel Blut hat man, weißt du? 6 ich glaub, Liter 7. Oder so? 7? Ich glaube, man hat 7. Ja. Ja, bei Frauen in Filmen ist das ja oft so, dass die ohnmächtig werden, wenn sie irgendwie geschockt sind, ne? Ja. Ja. Sag mal, vielleicht ein bisschen eine kritische Darstellung. Also ich aus Schock ohnmächtig Frauen, werden? Frauen passiert sind, das? Frauen sind doch fragil. Das ist also wahr. Männern würde sowas nicht passieren, aber das Frauen stimmt. sind ja wirklich zerbrechlich. Ja. Da musst du ja aufpassen. Wenn Männer geschockt sind, dann laufen die einfach Amok in irgendwelchen Schulen. Hat sie nicht gesagt. Hashtag not all men. Ja. trinkst du noch mehr Korn? Machst du noch, auf noch gar mehr? Auf keinen Fall. Ich dachte, ich stell die jetzt so hin. Ja. Und dann trinken wir die nach der Show. Dann okay. sind die nur so im Bild und dann kannst du meinen halt auch trinken. Ich bin dagegen. Ich finde, wir machen das jetzt auch einfach noch. Jetzt? Nee, lass mal so 5 Minuten vor Schluss. Naja, okay. Wie du meinst. Zu viel Angst, dass das eskaliert hier. Wie du meinst. Ich merke schon, wie, also ich fange ja sogar schon an zu rülpsen. Man hört es nur nicht so unbedingt. Ich würde dich gerne mal rülpsen hören.
sorry, das können nur Leute, die richtig gut singen können. Ich habe gehört, das hat mit dem... Das war gerade ein riesiger Rülps aus der Regie. Aus der Regie kam gerade ein Rülps, der durch die Kopfhörer ging. Ich habe es nicht mal auf den Kopfhörern gehört, sondern wirklich einfach nur durch die Wand. Mhm. Respekt an der Stelle. Ja, ich will später wissen, wer das war und 10 Euro haben dafür. Ja, nee, ich habe gehört, dass das mit dem Zwerchfell zu tun hat und dass man nur richtig gut rülpsen kann, wenn man so eine zum Beispiel Advanced Sängerin ist, die auch viele Harmonien. Sollen wir für diesen, wir machen hierfür auch eine Playlist schon, oder? Podcast-Playlist? Klar. Gute Idee. Klar. Klar, Podcast-Playlist war unsere Idee. Sowieso, das hat noch nie ein Podcast vor uns gemacht. Mhm. Wir haben halt allerdings noch kein einziges Lied erwähnt. Ich würde auch nur 2 Songs reinpacken. Wir können ein Lied von Korn reinpacken. Hey, es gibt ein Korn-Skrillex-Feature. Ja, von, perfekt. Das fand ich 2014 bestimmt geil. Bestimmt gibt es auch ein Lied über Waldmeister. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, wir suchen für die Folge einfach, machen wir so eine Überraschungs-Playlist. Wir suchen also für uns Überraschung oder? Wir machen einfach random. Einfach random irgendwelche Lieder. Das finde ich gut. Nee, für ZuhörerInnen. Okay. Wir machen eine Überraschungs-Playlist. Ihr könnt euch die anhören auf Spotify. Hast du ein Apple Music-Konto? Klar. Hast ja, du? Ja. Okay, geil. Dann musst du die auf Apple Music erstellen. Ich erstelle die auf Spotify. Kein Problem. Wir machen Playlists. Das ist der richtige Plural. Mit langgezogenem S. Playlists. Genau, und da werden wir Songs reinpacken, die zur Folge passen. Gibt's geil ist es. Meinst du, der Ahoi-Brause-Werbesong ist auf Spotify? Ahoi-Brause. Mach was Prickelndes. Ich glaube nicht, dass das auf Spotify ist, aber wir könnten einen Ahoi-Brause-Song schreiben. Aber so gerne mag ich Ahoi-Brause auch irgendwie nicht. Nee, ich bin gar kein Fan. Vor allem jetzt in Kombi mit Korn fand ich das überhaupt nicht gut. Wirklich? Warum hast du dann noch einen zweiten Shot gemacht? Für die Fans. Gutes Commitment. Ich respektiere das. Das ist das erste Mal, dass du mich respektierst. Das stimmt überhaupt nicht. Sollen wir noch was erzählen? Ja. Am 16.10., ne? Ja. Was machen wir da? Hast du vergessen? Ja, habe ich gewusst. Ich habe keine Ahnung. Was machen wir am 16.10.? Weiß ich nicht. Am 16.10. treten wir auf. Ach ja, ja, stimmt. Wir spielen ein Open-Air-Konzert. Ach, Open-Air ist das? Ja, ja, oh, klar. Okay. Ja. Ja, das stimmt, das ergibt Sinn. Ne? Hygienekonzert. Ja. Mhm. Und zwar im Autonomen Zentrum in Köln. Wie geil. Übelst geil. Ich hab Bock. Wir können machen, was wir wollen. Wusstest du das? Pyroshow, Drachen. Aber wir müssen das schon selbst organisieren, ne? Ich kann meinen Drachen gerne mitbringen. Hast du Drachen? Klar, habe ich einen Drachen. Der ist schon lange nicht mehr rausgekommen. Der hat ja auch Angst vor Corona, aber... Welche Farbe? Grün. Koks heißt der. Das ist ein Ritterrost-Joke. Ich wollte gerade sagen, hast du das Bedürfnis, darüber zu reden? Nee, du hast das vorhin einmal kurz angesprochen und... Seitdem spukt es in deinem Kopf rum? Es spukt in meinem Kopf herum. Ritterrost. Ich muss, ja. Der Drache Koks. Ja. Ich glaube aber auch, das ist ein bisschen NRW-Ding. Nee? Voll Bro, noch nie gehört, bevor ich hier gewohnt habe. Ja. Ich hasse, wie oft ich Bro sage mittlerweile, ne? Wirklich? Aber deine Eltern haben dich auch schon so genannt. Ich dachte, das ist so ein Familiending. Ich finde das süß, wenn man seine Familientradition einfach, so weiter weiterführt. Mhm. Nee, ich habe mir das so angewöhnt irgendwie. Und, es gibt aber auch keine coolen Alternativen. Nee. Digga finde ich schrecklich. Digga ist... Ja, und auch so... Alter Cis. Auch... Dann lieber die männliche Version davon. Das Einzige, was schlimmer ist als Cis, ist Brosis. Die Band? Ja. Sag mir ein Lied, was die gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, dass Ross Anthony da drin war. Mm, stimmt. Und der hat doch so Blonde, ne? Genau, der hat Blonde. Das ist alles, was ich über diese Band weiß. Warst du Fan von diesen... Es sind so kranke Themensprünge, ne? Wir haben kein einziges Thema davon durchdiskutiert. Nicht stringent. Warst du Fan von irgendwelchen RTL oder Super RTL Chips. Bands? Chips, ne? Mhm. Chips. Das war die erste CD. Black. Ja, nee, Chips 1001 Nights, erste CD, die ich jemals gekauft habe. Ja, komplett fair. 1001 Nights, Arabian Nights. Es ist auch einfach ein geiler Sound, den die haben. Mhm. Also wir haben die CD das letzte Mal, als wir nach Köln gefahren sind, im Auto gehört. Mhm. Und es war einfach nur geil.
Weil alle kennen diese Songs, alle kennen sie auch noch auswendig. Mhm. Es ballert einfach richtig. Kennst du Bonnaroo noch? Na klar, Bonnaroo. Mit hier, Dubi Dum Dum. Ja, Dubi Dum Dum Dum, Dubi Dabba Dibi Dum. Da bin ich schon rausgewachsen. Da bin ich schon rausgewachsen. Ja. Ne, das passt nicht auf die Melodie. Netter Versuch. Alle, die vor 1995 geboren sind, haben auch gerade keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich glaube, das war genau so 3 Jahre gab es diese Band und danach komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber die kommen auf jeden Fall in unsere Playlist. Chips is back, we are back in black. Ja, guck mal, ich habe die Playlist schon wieder vergessen zum Beispiel. Ja, darum bin ich hier. Um dich an die Playlist zu erinnern, ist mein einziger Job. Voll geil. Und ich bin mittlerweile auch nicht mehr komplett unter uns. Wie bitte? Ich weile nicht mehr zu 100% in dieser Atmosphäre. Du bist betrunken. Das ist richtig. Okay. Ist das, findest du das kritisch, die allererste Podcast-Folge sich einfach abzuschießen? Ich bin ja jetzt nicht abgeschossen. Wenn ich sage, ich bin betrunken, heißt das, dass ich merke, dass ich Alkohol konsumiert habe und das ist dann immer schon so mein Maximum. Okay. Hast du mitbekommen, dass neulich eine, hier, ich weiß nicht, ob man den Namen sagen darf, berühmter Twitter-Insta-Comedian Deutschland, ja, hat Podcast-Folge jetzt, also hat in seiner Insta-Story angekündigt, ja, wir können die Podcast-Folge leider nicht senden. Wir könnten jetzt sagen, es gab Mikrofonprobleme oder so, aber wir waren einfach zu besoffen. Jo, hab ich gesehen. Goals. Wir können auch einfach sagen, dass das bei unserer ersten Folge auch so war. Es gab keine technischen Probleme, wir waren so besoffen in der ersten Folge, wir können die nicht zeigen, ne? Dabei, findest du das cool, noch ultra betrunken eigentlich zu sein? Eigentlich gar nicht. ich finde so dieses aus Versehen Element und wenn das so einmal ist, finde ich das lustig. Aus Versehen betrunken, der Podcast. Nein, man ist ja nicht aus Versehen betrunken, aber man ist aus Versehen zu betrunken. Aus Versehen zu betrunken, der Podcast. Finde ich gut, sollen wir uns umbenennen? Sorry, wir haben zu viel getrunken, der Podcast. Nee, das Element finde ich auch gut, aber dann muss man es halt auch veröffentlichen. Hier sind Fruchtfliegen in meinem Weizen. Ist ja auch fruchtig. Ist ja Kirschschnaps drin. Das Studio hat sowieso ein Fruchtfliegenproblem, habe ich vorhin schon gehört. Hast du mich gerade rülpsen gehört? Nee, weil du dich vom Mikro weggedreht hast. Ich höre nur das, was du ins Mikro sagst. Das war die Taktik. Fruchtfliegenstudio? Mhm. Das, die nennen das auch so. Das ist das Fruchtfliegenstudio. Ist das hier wie die Sexterrasse? Ja, genau. Freunde von uns haben eine Sexterrasse, da darf man keinen Sex haben. Und im Fruchtfliegenstudio dürfen keine Fruchtfliegen sein. Was extrem unpraktisch ist, weil hier überall Fruchtfliegen sind. Hey! Was denn? Du kannst doch nicht jetzt unsere Professionalität so untergraben. Das ist ja nicht unsere, sondern die vom Studio. Du kannst ja nicht die Professionalität von unseren Producern untergraben. Fruchtfliegen haben nichts mit Professionalität zu tun. Sondern einfach, dass halt irgendwo eine Banane noch liegt. Ja, wahrscheinlich haben die irgendwo ihren Obstkorb einfach vergessen. Oder die haben, nee, ist egal. Hattest du schon mal in deinem Leben keine Probleme mit Fruchtfliegen? Ja. Also im Winter sind die nicht vorhanden. Ja, aber ich meine, jetzt ich rede jetzt vom Sommer. Also schon so Fruchtfliegenzeit. Nee, tatsächlich nicht. Die sind immer da. Ja. Aber man, was soll man auch tun? Ich kenne niemanden, der keine Fruchtfliegen hat. Nee, ich habe mal, also ich weiß auch nicht zu 100%, wo die herkommen. Mhm. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass die aus Eier, dem Obst. Genau, die legen ihre Eier auf die Schalen der Früchte. Mhm. Das heißt, wenn man die nicht komplett zu 100% abwäscht, schlüpfen die. Und dann sind sie halt da und vermehren sich. Ist auch ein sehr ekliger Gedanke. Ich hoffe, dass das nicht stimmt, weil ich mein Obst auch nicht wasche. Tendenziell. Nie. Ja, so eine Banane auch nicht. Hm? Nee, auch. Ist auch der die Innenseite? Ja. Also so zu schälen, zu schälendes Obst wasche ich nicht. Vielleicht muss man die Bananenschale nach dem Schälen waschen. Was? Nee, wegschmeißen. Naja, okay, aber dann kommen ja die Fruchtfliegen in deinen Mülleimer. Wenn du sie vorher wäschst. Dann würde ich die aber allein aus logischen Gründen vorher waschen, weil ich kann mir vorstellen, dass eine angezogene Banane einfacher zu waschen ist als nur die Bananenhülle. Ja, angezogene Banane. Ich hoffe sehr, dass du das nicht wirklich so sagst. Zu 100% habe ich das Gefühl, dass wenn so Obstschalenklamotten werden, die Banane würde einen Anzug tragen. Mhm, komplett. Oder nicht? Ja. Hast du schon mal Bananenschale gegessen? Mhm. Du?
Ja. Ja, war mir klar. Die ist. Gibt's irgendwas Ekliges, was du noch nicht gegessen hast? Diesen. Hast du schon mal diesen vergorenen Hai aus Island? Nee. Tatsächlich geil. Nicht. Okay, ich habe noch Hoffnung. Willst du den hier ins Studio bringen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Auf gar keinen Fall. Nee. Nee, ich habe viele Sachen noch nicht gegessen. Ich esse ja hauptsächlich Sachen, die ich lustig eklig finde. Oder die ich nicht kenne. Mhm. Apropos, wir haben hier noch ein Ding im Keller. Also kleiner Funfact über mich, den viele Leute wahrscheinlich auch schon kennen, wenn sie mich kennen. Immer wenn ich ein Getränk sehe, was ich noch nicht getrunken habe und oder ich eklig klingend finde, kaufe ich mir das, um das zu konsumieren. Mhm. Und auch heute haben wir in einem Kiosk ein Getränk gefunden, was sehr, ich weiß nicht, wie man das nett sagen kann, unkonventionell ist. Das ist Eistee mit Kaugummi-Geschmack. Mhm, aber es ist for Bros. Also und ich darf es auch nicht trinken. Nee, du darfst es offiziell nicht trinken, wobei ich nicht weiß, wie die Regelung hier ist. Weil es heißt zwar for Bros in goldener Schrift, aber es ist auch pink drauf. Okay, und du nennst mich auch die ganze Zeit Bro. Bro. Also, auf geht's, also oder? Ich darf es trinken. Ja. Also Eistee Bubblegum. Ich weiß nicht. Also wer dachte sich, Eistee muss mit Kaugummi. Was steht da drauf? Da sind, man kann Bro-Points kann man sammeln. Hey Bro, hier ist dein Bro-Code für 10 Bro-Points. Und dann kann man das aufrubbeln. Ach, das steht da wirklich, Maul. Ich dachte, du denkst dir das gerade aus, das steht da wirklich drauf. Man kann da wirklich Bro-Points kriegen. Rubbel das mal auf. Und man kann Nageldesign-Gutscheine, Barbershop-Gutscheine oder Shopping-Gutscheine gewinnen. Boah, das ist wirklich nur für Bros, ne? Und Gaming-Gutscheine, Shisha-Bar-Gutscheine, Trikot-Sponsoring für Frauen den Verein. Frauen raus aus Shisha-Bars. Also, weißt du, was mir neulich eingefallen ist? Wahrscheinlich weiß ich das nicht. Nee. Also ich bin leider nicht in der kulturellen Background-Position, um das durchzuführen. Aber wie geil wäre, wenn eine türkischstämmige Rapperin eine feministische Shisha-Bar aufmachen würde. Mit unter dem Motto Frauen rein in Shisha-Bars. Oh yeah. Das fände ich gut. Oder? Das fände ich unterstützend. Hast du mal geguckt, ob es sowas schon gibt? Nee. Soweit bin ich noch nicht mit der Idee. Ich mag die Idee. Ich finde das richtig geil. Ich wünschte, jede Person, die Bock hat, das zu machen, ich greife euch unter die Arme, wo ich kann. Ja. Tabi hat jetzt gerade an Four Bros gerochen. Also es mein Bum-Bum-Eis, ne? Kennst du? Ja. Bum-Bum-Eis ist dieses rote Eis mit Kaugummi im Stiel, was man immer im Freibad getrunken hat. Genauso getrunken? Riecht das. Gegessen. Ich bin verwirrt mit allen Sinnen, nachdem ich das gerochen habe. Es riecht wirklich eins zu eins wie Bum-Bum. Es ist schlimm, ne? Ich habe noch nie etwas gerochen, was so sehr nach Kaugummi riecht. Mhm. Nicht mal Kaugummi riecht so sehr nach Kaugummi. Ja. Wie dieser Eistee. Das ist wirklich. Und die haben eine App. Also hier steht, hier ist der Eistee und hier unten steht Download on the Apple Store. Also. Leute, Eistee raufkopieren. Ich bin ja Fan von Marketing, ne? Aber das geht selbst mir zu weit. Hm. Ja, also, ja. Ja. Ja, es schmeckt nach Kaugummi. Aber schlimm oder? Nee, es schmeckt eigentlich ziemlich geil. Oh nein. Also es schmeckt halt genau wie dieses Bum-Bum-Eis. Du magst aber ja auch Energy Drinks. Oh ja. Mm. Bäh. Aber es schmeckt nicht wie Energy Drinks, es schmeckt wie Es riecht Kaugummi. Wie Energy Drinks. Nein. Energy Drinks riechen nach geschmolzenen Gummibärchen. Das gemischt mit Ekel, Huba Buba. Probier mal. Nee. Es schmeckt das ist wirklich schlimmer nach als der Korn. Quatsch. Ja, okay. Nee. Das schmeckt wirklich nach. Es riecht halb gut. Aber warum ist da ein Eiswürfel drunter? Das check ich nicht. Weil es Eistee ist. Ich will wissen, was die in dieser App. Du hast meine. Das war gerade eine dramatische Stille, die ich eingesetzt habe. Achso, Entschuldigung. Weil es Eistee ist. Okay. Ich war wirklich schockiert. Und? Ja, gar nicht mal so scheiße. Nee, ne? Es schmeckt auch nicht so süß, wie es riecht. Also es ist ein bisschen weniger süß, als es riecht. Ja. Vielleicht sind auch einfach, also ich schmecke auch schon nichts mehr nach dem Essen Weizen. Wir haben auch wirklich eine merkwürdige Ansammlung von Getränken hier heute konsumiert. Ich weiß nicht, welches davon das merkwürdigste ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Zuckerpegel heute Nacht nicht glücklich sein wird.
Ja, Zucker sollten wir vielleicht in Zukunft mal ein bisschen achten. Ich gucke gerade mal, wie viel hier drin ist. Mm-mm, guck das nicht. 8,6 Gramm auf 100 Milliliter. Das ist schon ganz schön viel Zucker. Das ist ein Zehntel fast Zucker, ne? Okay, ja. Es ist nicht schlecht, wenn man Kaugummi mag. Es schmeckt nach Kaugummi. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich habe... Also ich muss sagen, ich finde das Beste halt das Marketing daran. Was kam denn bei unserem Aufkratzcode raus? Ach so, da ist wirklich einfach nur ein Code. Da ist ein Code, HSJ6. Und dann kriegt man 10 Punkte und davon kann man sich Dinge holen. Die erwarten wahrscheinlich, dass du jeden Tag einen halben Liter Bubblegum-Saft trinkst und dir dann irgendwann davon einen Nagelgutschein organisierst. Ciao. Genau das werde ich auch machen in Zukunft. Bro Points. Also, sollen wir die Bro Points verschenken? Ja. Oder willst du die selber einlösen? Nee, wenn jemand die Bro-Points haben will, meldet euch einfach in den iTunes-Kommentaren. Ihr kriegt die gerne. Vielleicht sammelt die ja jemand. Nee, ich würde die jetzt einfach hier, ich würde den jetzt vorlesen. Ach so. Und die erste Person, die das hört, kann das in die App eintragen. Bitte. Ja? Ja. Also, der Code, hey Bro, hier ist dein Bro-Code für 10 Bro-Points. HNGQUIMWZF. Wow. Alles Großbuchstaben. Ein fantastisches Schlusswort. Es ist schon vorbei. Ich heule. Ja, es ging sehr schnell. Lag wahrscheinlich auch ein bisschen am Alkohol. Hey. Aber dann müssen wir jetzt, dann ist ja jetzt Kornzeit, oder? Ja, wir haben noch nicht mal das Stauder getrunken. Wie peinlich. Ja, aber Bier finde ich zum Beispiel auch eklig. Warum habe ich das dann mitgebracht? Damit das alles hier nicht so einseitig rüberkommt. Also es wissen, die meisten Leute haben mittlerweile gecheckt, dass ich das Brain der Operation bin. Mm-hmm. Aber man muss es ja nicht so offensichtlich rausballern. Okay. Na gut, okay, dann trinken wir jetzt noch den Cornshot, was für alle Zuhörer mega spannend sein wird. Ich will auch überhaupt nicht. Das sieht jetzt noch schon mal aus. Nein, wir können es auch lassen und einfach. Okay, lass mal lassen. Okay, wir lassen das mit dem Cornshot, was für alle Zuhörer noch weniger spannend ist. Und wir verabschieden uns von dieser ersten Folge. Wir wünschen noch einen schönen Montag. Ja. Einen guten Start in die Woche. Guten Start in die Woche. Trinkt nicht zu viel. Und denkt dran, für uns ist Montag nicht Montag. Ihr findet uns auf allen gängigen Streaming-Plattformen, hoffentlich. Ihr findet uns auf allen Social-Media-Kanälen unter @bodenistlaber. Korrekt. Das ist Tabby Pilgrim. Das ist Lisa. Wir lassen von uns hören, sobald es geht. Macht's gut. Geil, oder? Ja, Prost. Oh ja. Chillig. Jetzt klingt's gut, oder? Ja. Wow. Flucht des Musikers. Der Boden ist Lava. Mit Lisa und Tabby Pilgrim.